Wie sieht denn bei Ihnen mit der Ausweisung aus? Sie müssen sich nicht ausweisen. Würden Sie sich bitte legitimieren? Nein, würde ich nicht machen. Würden Sie nicht machen? Nehmen Sie bitte Platz. Nö. Ist das jetzt eine Sitzung hier? Das ist eine Sitzung, wo ich schon lange gewonnen. Nö, wüden ohne den Herrn. Ich bitte Sie, die Tonrunde auszuschalten. Ach so, ist eine öffentliche Verhandlung? Das ist eine öffentliche Verhandlung. Okay, dann bleibt die auch an. Dann sind Sie im öffentlichen Dienst und nach dem bleibt die an. Herr. Das ist, glaube ich, das wird ausgemacht. Mein Name ist Karin. Nee, hab ich nicht. Wir haben noch eine Kamera da uns. Ich gebe hier noch mal drei Anträge ab, die können Sie jetzt auch zerreißen vor unseren Augen.
diese zur Kenntnis nehmen. Das ist da, die Anträge hätte ich ganz gerne noch bestätigt. Jetzt gibt den Leuten die Legitimation davor, ja, die Antwort auf die Briefe und dann wird es hier überhaupt nicht. Sollte irgendjemand diesen Besitz, der derzeit im Besitz des Herrn ist, ersteigern, möchte ich den auch aufmerksam machen, dass es nicht mehr von dem Herrn abgeben wird. Ja, aber das müssen Sie an das Prozessgericht wenden. Nein, das meine ich nicht. Die weisen mir nach, ob Sie ein gesetzlicher Richter sind. Ich nehme das jetzt. Die nehmen das unten auch so ab. Das können Sie gerne auch wieder nicht noch sonst was. Nein, ich weiß. Lass Sie doch erstmal hier den Rest gedrückt machen. Ja, du brauchst dich nicht zufällig Menschen nicht unterhalten. Er zieht vielleicht seine Waffen an, das geht nicht. Wir müssen hier gehen, die sind ja, nicht richtig. Im Sinne deines Rechtes. Auch nochmal hier, auch noch bereit. Das versteht ihr nicht. Das versteht ihr absolut gegen das Grundgesetz, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Selbst wenn wir die ZPO noch hätten und kennen Sie die Eingangsformel Ihrer ZPO? Selbst wenn wir sie noch hätten. Kennen Sie die? Wenn Sie sie noch hätten, die Eingangsformel Ihres Eingangsgesetzes Ihrer Zivilprozessordnung, wir im Namen des Deutschen Reiches entscheiden. Wie können Sie das mit dem Grundgesetz in Vereinbarung bringen? Wie machen Sie das? Ich muss Ihnen hier keine Fragen beantworten. Ach nö, aber wie Ihnen oder was? Sie können sich erstmal ausweisen. Und solange Sie sich nicht ausweisen, sind Sie... Ich muss mich auch Ihnen ausweisen. Wir müssen uns irgendwie... Ja, wenn ich jemand bin, dann brauche ich Ihnen auch nicht zu antworten. Dann haben Sie da vorne aber auch nicht zu wissen. Dann haben wir da Paragraph 11, Absatz 11, wo das Paragraph 12 haben Sie sich ausgeweisen, weil ich in den Gesetz buche. Und zwar ordnungsgemäß. Selbst nach Zivilprozessordnung haben Sie sich ausgeweisen, ordnungsgemäß. Und haben Sie zu unterschreiben, ordnungsgemäß. Und zwar den Richter. Und wenn ich mir anhören muss, dass ein Urteil nicht rechtskräftig ist, da es an der förmlichen Zustellung mangelt, was mir die Staatsanwaltschaft bestätigt, dann hätte ich schon längst eine Entschädigung bekommen. Das Amtsgericht, vom Amtsgericht der Beschluss ist nicht förmlich zugestellt worden, weder mir noch der Staatsanwaltschaft Potsdam und deshalb nicht zur Rechtskraft erwachsen. Dann möchte ich nur wissen, was bei Ihnen förmlich zugestellt worden ist. Oder was da unterschrieben ist. Von Ihnen. Schönen Tag, Herr Siegel. Wir gehen jetzt lecker was essen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und das ist wirklich. Und selbst wenn wir das nach Ihren Gesetzen hier verhandeln würden, haben Sie viel zu viele Fehler gemacht. Kann so auch deswegen nicht, weil es in der 2008 keine Dienstausweise mehr gibt. Im Dienst ist man noch kein Beamter. Ein Beamter hat eine staatliche Haftung hinter sich. Die gibt es nicht mehr in der 1982. Privatperson mit einer vorgetäuschten staatlichen Haftung hat Willkür. Ich gehe jetzt, der guckt ja schon, der wird ja schon. Schönen Tag. Also nicht wie umgeht für die Leute, die das Jahr steigern wollen oder sowas, war aber trotzdem ein schwerer harter Brocken oder so. Ja. Das ist jetzt hier nicht, das ist jetzt nicht falsch verstanden oder so. Wir haben doch vor 2 Wochen gesagt, seit 8. Mai sind wir... Wir sind nicht mehr souverän, ein bisschen... Ach, hast du die Zeitung mitgenommen? Das ist doch offenkundig, Frau Kantor, außerdem wissen Sie das auch. So, Namen haben wir alles, einen schönen Tag. Von Bürger, was wir jetzt zeigen. Los, raus hier. Fragen Sie mir den Richter, warum ich an Ihrer Stelle sitze. Postkonst, ciao.